Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 21 mit der Karriere bei Rot-Weiß Essen. So, wir haben 5 zu 3 gegen Holstein Kiel verloren. Aber ich habe da auch einen Fehler gemacht. Ich bin nämlich auf 3 Videotext-Modus gegangen statt 3D-Modus. Also wird es diese Woche eine Änderung geben. Wir spielen jetzt im 3D-Modus gegen Bochum. Und nächste Woche dann wieder im Videotextmodus und übernächste Woche dann wieder im 3D-Modus. Ne? Lass mal einmal den Textmodus, einmal Videotext aus, weil wir den ja schon jetzt vorgezogen haben. So läuft das nun mal. Okay, 3D-Modus. So, der ist total unzufrieden. Das ist der RA hier. Pillemann. Okay, wir nehmen unsere Rotation 2. 1 meine ich, Rotation 1 muss genommen werden. So, zacki-wupski, fertig. Und dann geht's ab in die Training. So, haben wir irgendwelche Nachrichten? Haben wir natürlich. Mannschaft der Woche. Das ist ja schön für die Mannschaft der Woche. Ja, Platzer jetzt hier 2 Tore. So. Müssen wir mal gucken, dass wir was machen. So, müssen wir was mit der Familie machen? Nein, müssen wir nichts machen. Weiter geht's. Also jetzt gegen Bochum spielen wir im 3D-Modus und nächste Woche geht es dann mit mit Textmodus weiter. Gegen Aue ist Textmodus dann und dann wieder 3D-Modus. Dann sind wir wieder in der Reihe. Oh Mann, ey. So. Und gucken wir mal. Ihr Co-Trainer. Nichts davon gewinnen, ja. Ja. So, ja. Ich will erreichen Trainingsziel. Sommertransfer bei oder endet, das ist schön für ihn. Ja, wir sind alle zurück. So, jetzt kommt ein starker Gegner, VfL Bochum im 3D-Modus. Ich bin gespannt, wie das abläuft. Kann man nichts machen. So, jetzt wieder nicht hier auf Videotextmodus gehen. Nein, nur im 3D-Modus. Ja, wir sind weiß, Bochum ist blau, das ist gut. Und weiter geht's. So, jetzt warten wir hier, hören uns die Musik an. Ich bin dann gleich zum Spiel zurück. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir spielen im P4-2 mit Raute. Das Ganze sieht dann so aus. Genau. Und Bochum spielt in einer 4. Ja, 4-3-3 Taktik. Ja, dann gucken wir mal, wie wir da zurechtkommen. So. Die doppelte Geschwindigkeit nehmen. Ah, jetzt kommt der Scheiß schon wieder. Ach, die anderen Ergebnisse, wenn die kommen, dann kann ich hier nicht klicken. So, jetzt. Weil die Auflösung ein bisschen verändert ist, weil ich sonst gar nichts mehr sehe.
Wir sind weiß, die sind blau. Die haben gerade Freistoß. Wir haben den aber auch gewehrt. Oder besser gesagt verteidigt. So, und 1-0 für uns. Na endlich, ey. Peter Knutzen. Oh, 1-1? Ne, dann nicht Glück gehabt. Gehalten von dem neuen Keeper. Free Kick. Und 2-0 durch Peter Knutzen. Wieder gehalten von unserem neuen Torwart. Außer Spesen nichts gewesen. So, und gucken wir mal, gehalten. Gut gespielt. Und 3-0. Jetzt gehen sie aber wie Schmitz Katze wieder, ey. Ich kann nur den Kopf schütteln. Halten. Und 4-0. Alter, was geht denn hier? Also, haben die ein bisschen Wut im Bauch oder was? Gehalten. Nichts passiert. Aber gleich ist Halbzeit. Latte. Vier zu null zur Halbzeit. Na, das war doch ein Ergebnis. Alter Vater, ey. Ja, Endres und Knutzen. Endres hat 3 Tore gemacht, glaube ich. Oder ne, 2 Tore. Knutzen hat 1 Tor gemacht. 1 Tor wurde nicht angezeigt, weil das Freistoß war. Das war aber auch der Knutzen. Sehr gut. Okay, da müssen wir mal ein bisschen loben. Den Torwart loben wir. Da müssen wir 3 Spieler loben. Den Torwart. Oder müssen wir ihn? Den müssen wir loben hier auf jeden Fall. Wer ist das? Ist das eine 1? 1,5, ne? Knutzen. Den müssen wir loben. Sonst wird keiner gelobt. Ich sehe da zu schlecht, das ist zu blöd. Aber ich habe einen Vierer gesehen, den habe ich gesehen. Hier. Den müssen wir motivieren. Der Rest macht der Co-Trainer. So. Auswechslung macht auch der Co-Trainer. So muss das sein. Und weiter geht's. Ja.
Sehr gut gespielt. Jetzt in die Mitte. Ah, schade. Hätte in die Mitte liegen können. Der war nichts. Der Keeper ein bisschen aufgepasst. So, weiter geht's. So, Freistoß für uns. Aber nichts passiert. Sehr gut gespielt. War kein Abseits, oder? War das Abseits? Ich hab die nicht gesehen, aber egal. Hab ich schlechte Augen, von daher. So. Ach, außer Spesen nichts gewesen. Ja, die Glocke läutet bei mir wieder. Ist schon blöd, wenn man neben der Kirche wohnt. So ist es eben. Ach, kein Tor, schade. Hätten wir was fürs Torverhältnis tun können. Ja. 70. Minute. Kriegt er den noch? Ne, kriegt er nicht mehr. Schade. Aber ein Vollwurf für uns. Nichts passiert. Außer Späße nichts gewesen. Der war abseits. Nee, mein Freund. Jetzt kommt das 4-1, das war so klar. Haben wir schön was fürs Torverhältnis tun können, aber nein, müssen sie wieder einkassieren. Die Pillemänner, unglaublich. So. Ja, 4-1 Sieg, immerhin gewonnen. Sind wir nicht mehr weiter unten drin. Glaube ich zumindest. Müssen wir mal gucken. Hier steht leider nichts, wie viel wir sind jetzt. 5. Spieltag nur. Egal. Ich hoffe, das gibt denen ein bisschen Auftrieb für die nächsten. 9 Millionen plus. Ist ja nicht schlecht. Naja gut, durch die Fananleihe. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen wieder beim Spiel gegen den Erzgebirge Aue. Bis morgen dann. Ciao, ciao.